Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir in dieser Feierstunde, nur das hat Bedeutung, so meine ich, durch oder besser im Sinne der musikalischen Glaubwürdigkeit als Selbstverständnis im Sinne kultureller Verpflichtung unter der Maxime wer, wo, was und warum. Hier liegt die unverzichtbare Aufgabe unserer geteilten Stadt. Damit heiße ich Sie im Namen des Kulturdezernats Berlin-Tiergarten anlässlich des 100. Geburtstages des Berliner Philharmonischen Orchesters herzlich willkommen. Ferner übermittle ich Ihnen die Grüße der staatlichen Konservatorien in Gifhorn, Seesen und Münster. Der Bayerischen Akademie für Sozialrhythmik und des Interessenverbandes Niedersächsisches Liedgut. Wir blicken zurück auf 100 Jahre Orchestergeschichte. Musik, so meine ich, oder wie es Thomas Mann einmal formuliert hat, 100 Jahre sind eine lange Zeit. Und Adorno 30 Jahre später, ja, ja, die Musik. Kürzer, präziser ist das nie gesagt worden. Die Berliner Philharmoniker als Botschafter einer Sprache, die überall verstanden wird, bis hin nach Wilmersdorf, Steglitz, Friedenau, Pankow, 100 Jahre unfehlbarer Bläserduktus in gleichsam schwebender Transparenz vor dem samtenen Glanz der Streicher. 100 Jahre, aber auch als Geschichte tragischer Versäumnisse. Wer denkt da nicht an die Orchestersuiten in Gesdur, A-Dur und Fis-Moll der hochbegabten Antje Fröbel, an die Krönungsmesse in B-Dur des achtjährigen Heinz Klemke? Sie wurden hier nie aufgeführt. In 100 Jahren musizierten unsere Philharmoniker nachweislich rund 30.000 Konzertstunden. Das entspricht einem Dauerkonzert von knapp 7 Jahren, die Pausen nicht eingerechnet. Gewiss ein stolzes Ergebnis, aber auch eine bestürzende Tatsache. Offensichtlich wurde in 100 Jahren 93 Jahre geprobt. Das stimmt nachdenklich in Zeiten hoher Subventionen. Schließlich sei bedauert, dass sich nicht ein Orchestermitglied des Gründungsjahrganges 1882 heute Abend unter den Mitwirkenden befindet. Ein Versehen der Veranstalter? Oder die zeitgemäße Gleichgültigkeit gegenüber älteren Menschen, die nicht mehr so sauber blasen wie ihre Urenkel? Und das in Berlin, dem Zentrum vorbildlicher Klangkörperpflege? Dennoch bleibt uns der Dank. Es bleibt uns der Dank an die Kontinuität eines musikalischen Wunders im Lichte vier großer Namen. Bühler, Nicklitz, Feuchtwängler, Hermann von Karajan.
und damit die Bewunderung einer Gesamtleistung als Summe von Können und Fleiß oder Treue aus Willen zur Leistung. Hingabe als Anliegen im Dienste der Sache, im Willen zum Glauben an Leistung durch Hingabe zur Musik, im Verzicht auf Anliegen ohne Fleiß, aber Treue zur Leistung durch Willen, im Glauben zur Sache, in der Hingabe an Aufgabe und Anliegen, im Dienste der Musik aus Überzeugung, können im Glauben... Können im Glauben an die Summe von Treue und Leistung im Geiste richtig verstandener Tradition oder, wie der Dichter sagt, Musik. Ich danke Ihnen.
Ich habe doch keine. Ja, ich habe. Ja. 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 Danke. Ja. 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 Danke. Thank you.